Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind in der letzten Aufnahmesession in den Uhrwerkhallen angekommen. Ich sag's immer noch falsch. Ja. Haben die Angtar-Rune zurückgegeben. Haben hier unsere neuen Helden. Die können wir auch gleich mal alle rufen. Und währenddessen ausrüsten. Ihr können wir gar nichts geben. So, geben wir ihr erstmal. Sie ist leichte Waffe. Wobei machen wir es so. Sieht cooler aus. Ah, dann braucht sie rüstungsmäßig was. Ja, am besten so ein Teil. Hose braucht sie auch eine. Katzenbeinlinge, die passen wohl da dazu. Und eine Stahlkappe hat sie vollständiges leichtes Rüstungsset. Ringmäßig können wir ihr ein Siegel des Kaisers. Oder haben wir was Besseres? Ah, dieses Siegel der Ewigkeit. Und ja, den Weltenring geben. Gut. Das wäre sie. Jetzt kommt er dran. Er ist unser Schütze. Ja. Der macht etwas mehr Schaden, ist etwas langsamer, aber er verwirrt die Gegner, was gut ist. Und du hast auch leichte Rüstung 13. Dann können wir dir genau dasselbe, ja, selbe Ausrüstung geben. Nur helmmäßig. Ja, die Rüstung der Elite-Schützen ist halt nicht mehr so toll. Blöderweise. Da kriegst du einen Gildenhelm aufgesetzt. So, ringmäßig kriegst du den Einsiedlerring. Sterntanz wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ring der Gnade, so. Hier, mir nach. Damit sind schon mal alle Helden ausgerüstet. Vorwärts. Und wir können uns hier um das Menhir-Rätsel kümmern. Und danach speichern, dass wir das nicht ständig wiederholen müssen. So, den Menhir berühren. Jetzt kommt die Cutscene, wo sich alles dreht. Also erst da, dann da drüben, dann da oben, dann dort. Also nochmal. Erst hier. Dann auf der anderen Seite hier, genau. Dann hier oben. Dann hier drüben, ja. Und dann da unten als letztes. Okay. Sollte machbar sein. Also erst den hier.
Dann den hier. Dann den hier oben. Dann den hier. Und zu guter Letzt den hier unten. So, Erfahrungspunkte erhalten. Und die drei dunklen Titanen diesmal, weil wir der Schattenkrieger sind. Sofort. Und ja, jetzt hat sich das unter den Truhen auch geändert. Habe ich beim Laden irgendwie nicht drauf geachtet gehabt, ob sich's schon beim Laden geändert hat. So, jetzt heißt es erstmal das Spiel speichern und dann spielen wir mit den gehäuteten Wächtern, die mich instant killen können. Ein reines Geduldsspiel. Ja, schleicht er den Wächtern vorbei. Oh, ich habe gehofft, er biegt nicht dort ab. So. Die Truhe war einmal durch ein Schloss gesichert, doch es wurde offensichtlich zerstört. Der Deckel kann problemlos geöffnet werden. Gut. An der 2 ist auch gerade niemand, also holen wir uns auch gleich die 2. Ja, diese Truhe ist durch ein rotes Schloss gesichert. Den seltsamen roten Schlüssel verwenden. Der Schlüssel passt, die Truhe kann geöffnet werden. Gehst du geradeaus weiter? Nein, du biegst hier ab. Okay, wo gehst du jetzt hin? Kommst du nach unten oder gehst du nach oben? Du gehst nach oben. Gut, da können wir auch uns gleich die Nummer 3 holen. Ja, die Truhe ist durch ein rotes Schloss gesichert. Den seltsamen roten Schlüssel verwenden. Der Schlüssel passt. So, gleich nochmal speichern. Vier und fünf sind zum Glück nah beisammen. So, den roten Schlüssel verwenden, kann geöffnet werden.
So, ich hoffe mal, wir sind vor dem Wächter da. Ja. So. Gut. Der kommt zum Glück nicht hier hoch. Dann speichern wir hier oben nochmal, sicherheitshalber. So, den können wir öffnen. Wenn wir uns beeilen, können wir auch die hier öffnen. Und Rückzug. So, als nächstes brauchen wir die Truhe noch und dann fehlt noch die Truhe hier. Ach, er geht natürlich geradeaus. Lauf darüber und nicht in ihn rein, bitte. Oh, er biegt ab. Gut. So, kann geöffnet werden. Müssen wir nur warten, dass er weggeht. Oh, das wird lustig. So, die Truhe ist geöffnet. Den Schlüssel verwenden. Die Truhe kann geöffnet werden. So, ich habe einen Stufenaufstieg. Yay. Das heißt, ich kann hier meine Punkte verteilen. Gut. Bin jetzt erstmal absoluter Sicherheit. So, und kann jetzt auch Hand auflegen. So. Gut. Auf mein Kommando. Und los! Da oben kommen wir erst weiter, wenn wir die Quest von Tomi gemacht haben, also das Vermächtnis der Zerbieten.
Ja, steigt er den Wächtern vorbei. Findet das Portal in die Wachfeste. Das haben wir alles schon. In dem ihn hier seine Mulde eingelassen. Ja, Questbuch aktualisiert.